Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Green Door Naturkosmetik-Adventskalender an. Der befindet sich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender haben sowohl Nicole als auch ich in Kooperation zugeschickt bekommen, um ihn euch vorstellen zu dürfen. Vielen, vielen Dank an das wunderbare Green Door-Team. Und weil ich mich immer wieder so sehr darüber freue, dass ihr quasi dafür verantwortlich seid, dass überhaupt Kooperationen stattfinden, möchte ich einfach in diesem Video eine kleine Verlosung machen. Und zwar bastel ich einen eigenen Adventskalender für einen von euch zusammen und den könnt ihr in diesem Video gewinnen. Da ist allerhand Beauty und Tools und Food und so weiter drin. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Ja, Naturkosmetik finde ich immer wieder sehr spannend und ich war auch sehr happy, als Green Door mich angeschrieben hatte. Den bekommt man auch normalerweise ganz normal in der Drogerie, den kriegst du aber auch bei Green Door direkt. Ich setze euch den Link dazu mal in der Infobox. Ne? Der kostet 69 € und soll einen Warenwert von 100 € haben. Was halt bei so einer Manufaktur auch vollkommen in Ordnung ist, meiner Meinung nach, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann diese Umverpackung auch super schön nachher weiterverwenden, was ich immer toll finde, wenn das halt so möglich ist. Wir sehen hier drauf auch dieses Logo, der nennt sich Coco Pelli, finde ich total niedlich. Ach, guck mal, du hast ja auch MHDs draufstehen und so, ne? Und hier haben wir jetzt den 1. Dezember und der ist direkt in seiner Umverpackung. Wie witzig ist das denn? Ach, das ist ja cool. Eine Deo-Creme haben wir hier drin. Ja, und dann kannst du nachher einfach die Umverpackung nehmen und dann hast du da noch was von. Das ist echt cool. Ja, Deo-Creme. Kann ich gut gebrauchen. Starker Schutz ohne Aluminiumsalze. Das ist ein Produkt, was ich dann zum Beispiel abends verwende nach dem Duschen, weil die Zeit bei mir zwischen Duschen und ins Bett gehen ist immer eine ganze Weile. Hier haben wir auch noch einen Code mit dabei, damit man auch ja, Rabatte auf das Originalprodukt bekommt. Und die hatte ich, glaube ich, auch schon mal oder in einer anderen Variante, das weiß ich nicht. Das ist halt so eine feste Creme und die ja, wird halt quasi durch Zimmertemperatur oder auch durch die Körperwärme erwärmt und verflüssigt sich dann entsprechend. Und dann kann man das Produkt nehmen und halt unter die Achsel geben. Ne? Also hier habe ich dann zum Beispiel ein bisschen drin und dann könnte ich jetzt einmal so machen. Hier befindet sich jetzt der 2. Dezember, das basische Duschgel mit Ingwer-Zitronengras. Das ist abgefahren, Leute. Hier haben wir 25 ml drin. Ingwer ist natürlich auch so ein Duft, den man in der Weihnachtszeit auch so, ja, wahrnimmt, ne? Huh, das ist wirklich eher was für Morgenduscher. Das ist schon crazy. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir ein Bio-Kakaobutter-Nativ-Produkt, natürlich duftend, natürliche Gesichts- und Hautpflege, 25 ml. Also dafür, dass es ja eigentlich Probiergrößen sein sollen, ne? Wenn es ein Gesichtsprodukt ist, ist es gar nicht mal so klein, bin ich ehrlich, ne? Und Kakaobutter ist ja natürlich auch super pflegend und allein vom Duft her oder von der Beschreibung her, finde ich, passt das auch in diese gemütliche Jahreszeit rein. Da haben wir so ein kleines Pöttchen hier und das ist natürlich hart. Und sobald wärmer, ne, wird es dann halt flüssiger. Das riecht voll nach Kakao, wie schön. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, Conditioner als festes Produkt. Feuchtigkeit, Anti-Spliss, bessere Kennbarkeit. Da sind 30 Gramm drin enthalten. Das ist gar nicht mal so wenig für einen festen Conditioner, finde ich. Feste Haarpflegeprodukte, das wisst ihr von mir, verwende ich persönlich nicht so wirklich, weil meine Haare das nicht vertragen. Aber ich finde es einfach großartig, dass es sowas gibt. Das ist super reisefreundlich, weil du halt keine Flüssigkeit transportierst. Super umweltfreundlich, weil du keine Flüssigkeit transportierst. Und es ist halt auch ein sehr natürliches Produkt, was ich auch gut finde. Ich weiß, dass ich damit zum Beispiel meiner Schwägerin eine riesige Freude machen werde. Also die findet solche Produkte mega geil. Oder auch meine Freundin Sandra. Riecht auch angenehm. Am 5. Dezember haben wir etwas drin, was ich persönlich schon bei dem E-Mail-Verkehr, den wir hatten, beziehungsweise Instagram-Verkehr, schon sehr ansprechend fand. Das ist ein Zinkbalsam mit Hopfen und Bionemöl. Reduziert Pickel und Rötungen. 15 ml sind hier drin. Das ist so ungefähr die natürlichste Art und Weise, Unreinheiten und so zu bekämpfen. Und das ist halt super krass entzündungshemmend und regenerierend. Also Zink generell, ne? Und das kann ich mir so gut vorstellen, dass ich mir das in meinen Badezimmerschrank halt reinlege, um da dann immer wieder drauf zuzugreifen, wenn ich halt meine Tage habe oder so, um da einfach gegen angehen zu können. Weil das ist super mild und sanft und liebevoll zur Haut und halt vor allem regenerierend. Und wofür Zink halt generell auch immer großartig ist, bei Narben zum Beispiel. Also zum Beispiel Kaiserschnittnarbe oder OP-Narben generell oder ne, was auch immer man so vielleicht als Pickelmale oder sowas hat. 1A. Hat auch wirklich einen ganz leichten zitrischen Duft, würde ich jetzt mal so sagen.
An Nikolaus dürfen die sich bitte auch gerne was Besonderes überlegen, meiner Meinung nach. Und den habe ich jetzt hier, den 6. Dezember. Das ist eine Silbercreme mit Mikrosilber und das ist in vegan. Also Werwölfe werden vor mir wegrennen. Beruhigend, schützend und feuchtigkeitsspendend. Da sind 25 Milliliter drin. Und die sieht auch wirklich so gräulich aus, ne? Das ist ja auch crazy. Das muss ich mir echt mal genauer angucken. Ist es auch? Nee, das ist kein festes Produkt. Riecht sehr neutral, ne? Wirkt antimikrobiell auf der Hautoberfläche, hilft Entzündungen und Irritationen zu reduzieren, spendet Feuchtigkeit dank Hyaluronsäure und kombiniert natürliche Inhaltsstoffe wie Bio-Hammermelis und Ginseng. Also ich finde das wirklich toll, dass du, das ist auch so, ne, klar kannst du dadurch den Adventskalender nicht wiederverwenden, aber den Umkalender kannst du halt als Box weiterverwenden. Aber dass du hier halt direkt auch diese Umverpackung hast, wo alle Informationen draufstehen, die Inhaltsstoffe draufstehen, das MHD mit draufsteht und so weiter und so fort, finde ich wirklich toll gemacht. Also das gefällt mir, das ist schon schlau, ne? Weiter geht es am 7. Dezember. Hier haben wir eine weitere Deo-Creme drin. Das ist aber nicht für meine Achseln, sondern für meine Füße gedacht. Wie viele Leute sind mir schon geruchstechnisch begegnet, um das mal ganz schön auszudrücken, wo ich mir gedacht habe, puh Leute, eure Füße vertragen echt mal eine Dusche. Wenn die halt einfach so eine Deo-Creme einfach mit sich mitführen würden, wäre das, glaube ich, recht gegessen. Ne? Die Nummer 8 darf bei diesem Adventskalender selbstverständlich auch machen, dass es kracht. Und das ist eine Naturseife mit Aloe Vera, mit pflegender Aloe Vera und hochwertigen Ölen. Hier sind 30 Gramm drin und ich persönlich verwende Seifen ja nicht nur für meine Hände oder auch unter der Dusche mal für meinen Körper, sondern auch zum Pinselreinigen zum Beispiel. Und da eignen sich halt solche Seifen sehr, sehr gut, wobei das, glaube ich, ein bisschen zu teuer dafür wäre. Aber muss man einfach mal gucken, ne? Und das sieht ja so schön aus. Also das hat auch so diese Marmorierung mit drin. Das finde ich hübsch. Das ist toll. Riecht sehr angenehm mild nach einer schönen, milden Seife. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Soft-Deo-Creme freuen. Ist vielleicht, also ich persönlich assoziiere auch Green Door vor allem mit der Deo-Creme, aber es ist jetzt theoretisch die dritte Deo-Creme, aber es ist jetzt, also wir hatten ja zwischendrin die Deo-Creme für die Füße, also dementsprechend eigentlich die zweite für da. Genau, Naturally Safe und da haben wir 10 Milliliter drin. Ach, die ist sogar in einem Tübchen, die ist in einer anderen Darreichungsform. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist doch irgendwie anders. Das ist auch ohne Aluminium, effektiver Schutz vor Schweißgeruch. Ist vielleicht sogar für unterwegs noch einfacher. Gegebenenfalls, ne? So schaut es aus. Und ja, genau, das ist dann dementsprechend auch für die Achseln gedacht. In der Nummer 10 darf es wieder zu den Füßen gehen. Hier haben wir einen Fußbalsam mit durchblutungsförderndem Kampfer. Das habe ich auch in der Gesichtsmaske drin, die ich verwende von Dalton. Und das finde ich wirklich sehr gut. Also es tut meinem Gesicht gut. Und das wird dann wahrscheinlich auch etwas frischer riechen. Oh Gott, ja. Es riecht absolut nach Sauna. Ich sag's euch, ist auch wieder ein festes Produkt, was dann halt quasi in Kontakt mit der Haut schmilzen wird. Ihr werdet sehr viele dieser Produkte nach und nach im Aufgebraucht-Video sehen. Oh, die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Und zwar eine Flüssigseife mit Rosmarin. Kräuterig rein. Das müssten auch 25 Milliliter sein. Das ist für mich auch eher ein Produkt, was mein Freund dann bekommen würde an seinen Waschtisch, ne? Ich habe zwar aktuell eine mit Rosmarin und Ingwer in Anwendung, aber ich persönlich feiere das nicht ganz so sehr. Ich mag halt lieber eher so diese blumigen Düfte oder so, aber das ist eine absolute Präferenzgeschichte. Sauber machen wir das so oder so. Ich wusste nicht, dass die halt wirklich auch so Flüssigseifen haben. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oha, die Halbzeit Nummer 12 enthält ein Kopfhautpeeling mit 20 Gramm. Das finde ich ja richtig cool. Also ich verwende öfters mal ein Kopfhautpeeling, ne? Einfach dadurch, dass ich jetzt aktuell sehr viel diese Mütze trage und ein Milieu sich darunter entwickelt, braucht meine Kopfhaut das. Und das ist ja richtig nice. Das ist mit Wintergrün und Minze. Und ihr seht hier wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Partikel, ne? Das ist, ich weiß nicht, ist das Salz? Oder ist das Zucker? Ich denke Salz, ne? Wow, das riecht so geil. Hättet ihr das gedacht, dass Green Door so ein großes Sortiment hat? Als sie mich angeschrieben haben, habe ich nämlich gedacht, was kann das für ein Adventskalender sein, den Green Door rausbringt, dass die 24 unterschiedliche Produkte ja auch reinbringen wollen, ne? Aber die haben offensichtlich ein super großes Sortiment und da ist nicht nur die Deo-Creme drin.
Die Nummer 13 ist ein Massageöl Orange. Oh, das ist sehr charmant. 25 Milliliter sind hier drin. Das kann man natürlich gegenseitig verwenden, dass man sich halt gegenseitig so den Rücken massiert. Man kann das aber natürlich auch einfach an sich selber verwenden, dass man sich selber so die Beine massiert, die müden Beine oder wie auch immer. Ne? Vielleicht kann man auch irgendwie an seinen Rücken rankommen oder hat da irgendwelche Tools für. Und hier haben wir einmal auch das Massageöl drin und so schaut das aus. Also da haben wir auch sehr einheitliche Verpackungen. Es riecht angenehm, es riecht so ein bisschen wie nimm zwei Orange. Das ist sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Schauen wir mal in den 14. Dezember rein. Shampoo und Pflege 2 in 1 mit Porzellan, Erde und Weizenprotein. Das ist so interessant, was sie als Inhaltsstoffe drin haben. 30 Gramm haben wir hier drin. Und auch hier, ne, du hast immer die Codes mit dabei, dass wenn das Produkt dir gefällt, dass du es nachkaufen könntest. Und hier haben wir ein wirklich gut riechendes Stück Seife drin, was ja quasi auch für die Haare dann ist, ne? Shampoo und Pflege, warum denn 2 in 1? Feuchten Sie das Haar an, reiben Sie den festen Bar darüber, schäumen Sie den Bar auf und spülen Sie den Schaum anschließend gründlich aus. Okay, also dass es dann halt einfach shampooniert und gleichzeitig halt die Pflege für die Haare gibt, weil das ist immer so das Ding bei mir, bei festen Shampoos, dass das mir zu austrocknend ist. Vielleicht kann mich das wirklich mal überzeugen. Weiter geht's am 15. Dezember mit einer Naturseife, Zimt-Orange. Das passt mit schimmerndem Goldpulver, okay. 30 Gramm sind hier drin enthalten und das passt jetzt auch sehr schön in die Weihnachtszeit dann entsprechend rein. Mit Goldpulver, da bin ich ja echt mal gespannt. Mache ich jetzt sehr vorsichtig auf. Wo sehe ich das denn? Okay, das ist dann, das ist hier. Da ist das zu sehen, ne? Weil Seife wird ja auch gegossen und dann haben die das sehr wahrscheinlich an einer Seite drauf gemacht und dann wird Seife ja so geschnitten. Riecht auch wirklich angenehm nach diesem orange-zimtigen Duft und das ist halt auch eine Größe, die dann auch perfekt für die Weihnachtszeit genau dann reicht, ne? Ach, guck mal, wir haben noch ein Shampoo drin hier am 16. Dezember. Das ist ein basisches Shampoo mit Eisenkraut und Kamille. Auch hier sind 25 Milliliter enthalten. Und das ist kein festes Shampoo, sondern es ist eben ein solches Shampoo. Ja, es ist schon relativ klein, das kann man nicht anders sagen. Aber es ist schön, um das Sortiment von Green Door kennenzulernen und um herauszufinden, was haben die überhaupt und ist das vielleicht was für mich? Riecht angenehm, kräuterig, aber nicht zu kräuterig. Oh, schön. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir ein Hand- und Nagelbalsam mit dabei mit Bio-Granatapfel. 25 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist ein Produkt, was ich auch wirklich rege in Anwendung habe. Und so ein Pöttchen würde ich mir dann definitiv dann auch irgendwie an den Schreibtisch stellen oder so, dass man dann immer wieder ein bisschen reingeht und sich was rausnimmt. Ne? Auch hier ein festes Produkt. Und es riecht angenehm. Das ist halt, das wäre voll mein Duft. Ne? Wenn hier alles nach Bio-Granatapfel duften würde, würde ich ja Luftsprünge machen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich halte hier den 18. Dezember in meinen Händen und das ist sehr sinnvoll, denn wir brauchen alle als ersten Schritt von unserer Gesichtspflegeroutine etwas zum Gesicht reinigen, weil erstmal muss der ganze Mock runter, bevor du wieder ordentliche Pflege drauf machen kannst. Und da hilft uns ein Face Cleanser Bar Produkt. Das sind Peeling Birds. Okay, sagt mir jetzt nichts. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Das schaut einmal so aus. Und ja, dann gucken wir mal, wie das Produkt an sich so aussieht. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich, ne? Bei festen Produkten, was die Gesichtsreinigung angeht, so, die musst du halt dann auch wirklich, nachdem du die verwendet hast, ordentlich abwaschen. Das ist nicht ganz so mein Duft, muss ich gestehen. So schaut es einmal aus und es ist halt auch wieder so ein Bar, also ein, ne, festes Produkt. Und durch die Kästchen hast du halt dann auch direkt die Aufbewahrung dafür, was ich ganz gut finde, weil wenn du dir halt die ganzen losen Dinger so hinlegen würdest, könntest du ja gar nicht mehr unterscheiden, was war das nochmal. Deswegen super praktisch, dass sie das hier so drauf gedruckt haben. Zum 19. Dezember gibt es tatsächlich was für den kompletten Körper und zwar eine Bodylotion mit Aloe Vera und hier sind 25 Milliliter drin enthalten. Das ist auch fest. Das ist ja interessant. Nee, das ist nicht fest. Ich wollte schon sagen, das ist hier schon ein bisschen flüssig. Aloe Vera ist jetzt für mich vor allem im Sommer eine ganz gute Sache. Ne? Also da kann ich schon das ein oder andere jetzt aufbrauchen und euch da auch ein bisschen meine Meinung zu sagen. Das riecht unfassbar gut cremig. Und das sind ja super cleane Produkte, ne? Aber die haben trotzdem durch ihren Eigengeruch einen so angenehmen Duft. Also sonst war für mich Naturkosmetik auch immer so ein pupstrockenes Thema, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Aber mittlerweile haben die sich gemacht. Die Nummer 20 enthält hier ein Produkt und zwar ist es ein Lippenbalsam mit Sanddorn. 9 Gramm, das dürfte dann aber auch eine Originalgröße sein, genau. Und das finde ich richtig cool. Sanddorn ist so ein mega gut riechender und leckerer Inhaltsstoff. Also nicht nur Inhaltsstoff, sondern ist ja eine Frucht, ne? Oh Gott, das riecht.
die 21. Und das war, also hätte ich nicht gedacht, dass sie sowas auch haben. Okay, Körperpeeling, Himala, ja, rosa Kristallsalz entfernt abgestorbene Hautschüppchen, hautrevitalisierend. Okay, 40 Gramm sind hier drin enthalten. Wie geil finde ich das? Sehr geil. Also Körperpeeling, was auf Salz- oder Zuckerbasis ist, liebe ich. Ja, es ist wenig. Es ist wirklich für, wenn du dir das gut einteilst, für zwei Anwendungen, ne? Die Nummer 22 enthält eine wasserfreie Creme, Aloe Vera Creme, mit beruhigender Aloe Vera und pflegender Avocado. Das ist crazy, Leute. 25 Milliliter sind hier drin. Also ich finde es spannend. Es riecht auch wieder so gut. Hier habe ich jetzt einen Tag vor Heiligabend und das ist so cool. Die haben ja Gesichtsreinigung hier mit dabei. Dann haben wir hier ein Gesichtswasser und das ist tatsächlich sowas wie ein Toner. Ja, und dann halt auch Gesichtspflegeprodukte. Richtig schön mit Bio-Neroli, Bio-Hamamelis und Bio-Aloe Vera. 25 Milliliter sind hier drin. Das ist gut zum Verreisen. Und ein Toner ist dafür da, um die Haut so ein bisschen zu chillen. Och, wie süß. Und einfach so ein bisschen auf die darauf folgende Hautpflege vorzubereiten. Und dieser Toner kommt nicht alleine. Er kommt zusammen mit einem wiederverwendbaren Wattepad. Das finde ich auch schön. Verwende ich ständig. Und das ist eins der guten, denn hier kannst du so deine Finger reinmachen. Das ist mega cool. Und damit kannst du halt dein Gesichtswasser auftragen. So schaut das aus, ne? Und es ist einfach wie so ein Wasser. Und das macht man sich nach der Gesichtsreinigung drüber und tapert das dann quasi entsprechend ein. Wenn du Produkt sparen willst, mach es einfach mit deinen Fingern. Und das ist echt süß. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was die in die 24 reingepackt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die, also ich, wenn die sowas haben, eine Augencreme, ein Serum oder sowas reingemacht haben, mal gucken. Oder es ist eine Hyaluroncreme, Vegan Daily Anti-Aging, regenerierend, straffend, verbessert die Hautstruktur. Richtig cool, 25 Milliliter. Das hört sich sehr, sehr charmant an. Das mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Da bin ich mal auch auf die Konsistenz gespannt. Ja, okay. Nee, das ist halt nur ganz normale Creme. Aber 25 Milliliter von einer Hyaluroncreme ist jetzt auch wirklich nicht so wenig, ne? Da kommt man schon eine ganze Weile mit aus. Finde ich sehr angenehm. Also das ist auch ein schönes Highlight für die 24, muss ich sagen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was ich hier an einer Produktvielfalt vor mir stehen habe, bin ich beeindruckt. Ich habe nicht damit gerechnet. Wie gesagt, dass Greendoor so ein großes Sortiment hat, dass die so coole Produkte haben. Mein persönliches Manko ist, dass die Produkte teilweise wirklich ein bisschen klein sind. Aber wir reden hier von einer Manufaktur. Die haben halt einfach nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Produkte irgendwie in der Full-Size hier für 69 Euro dann für den Endkonsumenten anzubieten. Du hast dadurch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dass du 69 Euro bezahlst und halt die 100 Euro Warenwert hast. Dann hast du hier auch immer wieder Gutscheine mit dabei, sodass du auf die Produkte entsprechend sparen kannst, wenn die dich interessieren und du sie nachkaufen möchtest. Das finde ich schon ziemlich nice gemacht, ne? Und generell, also eine schöne Pflege von Kopf bis Fuß und ich glaube, jeder Hauttyp fühlt sich hiermit auch ganz gut aufgehoben und angesprochen. Wenn man halt immer mal die Marke Greendoor ausprobieren wollte, hat Greendoor, und jetzt kommen wir mal kurz zu einem schönen Wortspiel, euch jetzt die grüne Tür zur Naturkosmetik geöffnet, sodass ihr hier für kleines Geld die Möglichkeit habt, sehr, sehr viele Produkte von denen auszuprobieren und das Sortiment kennenzulernen. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Kennt ihr die Marke? Habt ihr vielleicht auch schon mal was anderes als die Deo-Creme oder so ausprobiert? Auch da gerne eure Erfahrungsberichte. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.